Die Türen werden von Soldaten bewacht. Keiner verlässt das Haus. Tot oder lebendig. Ein Krimi in einem Haus, also wo ein Haufen Leute drinnen sind, wo einer ermordet wird, dann kommt die Polizei, niemand darf das Haus verlassen. Das ist als Struktur im Kino sehr bekannt und wird oft verwendet. Ich fand es interessant, diese Form herzunehmen mit Toten, wo also auch die Verdächtigen tot sind und auch der Ermordete tot ist. Und darin aber in der Form dieser typischen Ermittlung, Polizist kommt als Eindringling und dann lernt man alles kennen mit den Augen des Polizisten. Du kannst nicht hier sein. Warum? Weil ich auf deinem Begräbnis war. Es ist eine Zeitreise in der Gegenwart und nicht eine Zeitreise in die Vergangenheit. Die Vergangenheit kommt zu uns und die Vergangenheit möchte auch, dass alles wieder so ist, wie es damals war. Ich will mein Zimmer im zweiten Stock. Aber da wohnen jetzt wir. Die Familienmitglieder wollen wieder in ihr Zimmer. Sie wollen, dass es wieder so aussieht. Sie geben das elektrische Licht wieder weg. Alte Telefone funktionieren plötzlich wieder, weil sie repariert wurden. Siehst du mein Telefon? Seit Jahrzehnten kaputt. So wie die Vorfahren irgendwie in uns stecken, stecken auch Ideen in uns, die nicht sterben wollen. Und ich habe immer das Gefühl, dass Österreich, aber auch Europa teilweise, immer noch im Würgegriff der Vergangenheit ist. Das kann man jetzt Nazis nennen oder Faschismus oder Austrofaschismus oder Diktatur. Auf jeden Fall gibt es alte Ideen, die schon nachweislich nicht funktioniert haben, die immer noch da sind. Wie ein Trauma, das immer wieder hochkommt und immer wiederholt werden muss, weil es nicht aufgelöst wird. Ich finde auch sehr spannend natürlich, dass der Film in Wien spielt, also die Stadt, die die Psychoanalyse nicht zufällig erfunden hat und dafür auch bekannt ist. Also es ist auch in gewisser Weise die Familie auf der Couch, vielleicht auch ganz Österreich auf der Couch in diesem Film. Stehen wir auf der Seite unserer Vorfahren? Oder stehen wir auf der Seite unserer Nachkommen? Die Vergangenheit ist viel mächtiger als unsere Gegenwart.